Und da sind wir wieder beim Farming Simulator 2015, also beim großen erstmal sozusagen. Sorry, dass so lange keine Folge gekommen ist, aber ich hab's echt nicht geschafft. Es ist echt nicht einfach, wenn man zwischendurch arbeiten muss, dann ist noch Ostern, dann kommt die Familie, dann ist man krank und ach, was weiß ich. Aus diesem Grund machen wir jetzt hier einfach schnurstracks weiter. Und pflügen dieses Feld um, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, hier jetzt mit Kreisen und Rechtecken und was auch immer. Wir schaffen das schon. Ja, es ist doch einiges passiert. Ihr habt ja gesehen, ich habe zwischendurch auch mal den anderen Farming Simulator angefangen, den ich auch weiterspielen werde. Ich bin da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, voreingenommen, weil er neu ist oder weil er auf den ersten Blick anders aussieht. Es ist, wie es ist. Wir machen das einfach so. Und werden jetzt hier dann mit diesem Feld weitermachen. Ich sollte mir echt mal ein kleineres Feld kaufen, weil das ist ja echt gruselig. Bis man hier so fertig ist, ja, ist Mappen, ne? Würde ich mal sagen. Gott sei Dank hat das Teil hier noch genug Sprit, sodass wir hier jetzt schön die Sache mal zu Ende machen können. Ich dachte mir auch, das mache ich jetzt nicht offline, weil wir diese Zeit doch nutzen können, um uns schön zu unterhalten. Also ich unterhalte mich mit euch und ihr hört mir zu. Denn andersrum geht's ja nicht. Das ist ja hier kein Live-Let's Play. Ja. Also ich werde hier gleich mal was anpflanzen. Nee, warte mal, ich pflanze ja schon was an. So ein Quark. Ich pflanze ja hier Raps an. Das war's ja. Uiuiuiui. Stimmt, ob das so geht. So kreuz und quer, wie wir hier durch die Gegend gehen, ich weiß es nicht. Das werden wir aber gleich sehen. Also gleich nicht, sondern wenn wenn das Ding hier wieder ja, größer geworden, gewachsen ist, wenn es fertig ist. Wahrscheinlich so lange, wie das dauert, ist jetzt schon gewachsen, bevor ich hier, ups, fertig bin. Jetzt mache ich hier ein bisschen Schlangenlinien rein. Als wäre ich ein betrunkener Bauer. Aber betrunkene Bauern sind ja auch. Was ist denn? Der zieht so rüber, warum? Verstehe ich gar nicht. Ich mache hier Kreise. Warum macht denn mein. Hä? Guck mal, der macht hier so komische Spuren, aber warum denn? Warum macht der hier so Spuren? Ist der alle? Nee. Hä? Muss ich das verstehen? Der macht auch gar nicht mehr das, was er soll, oder? Außer rauchen. Ich heb die nochmal. Mal gucken, ob sich das. Aha. Nee. Hä? Ach, weil ich sie ausgeschaltet. Wieso habe ich die denn ausgeschaltet? Hä? Muss ich das verstehen? Ich hab doch gar nicht B gedrückt, oder? Die war doch. Oder bin ich jetzt einfach. Ach, ich bin im Kreis gefahren und habe überhaupt nicht gesehen. Ach, ich bin manchmal so ein Töffel. Naja, dann machen wir halt das. Habt ihr nicht gesehen, ne? Habt ihr einfach nicht gesehen. Das ist, muss einfach so sein. Alles gut. Und ich dachte, ich mache hier schon irgendwas falsch, aber die war ausgeschaltet. Vom Lockout wahrscheinlich. Oh, guck mal, da wächst schon was. Oder es ist noch die letzte Saat, die wir da gehabt haben. Ich weiß gar nicht mehr. Vorher war hier, glaube ich, Weizen oder sowas. Und jetzt machen wir ja Raps. Ah, guck mal, jetzt sieht man dann auch tatsächlich, wo man lang gefahren ist. Ist ja ein bisschen begeisternd. Oder ich bin ein bisschen begeistert, sozusagen. Und da hat er wieder sozusagen gesagt, guck mal, der fährt auch gleich viel langsamer. Das hätte man gleich merken müssen. Eieieiei, ich bin aber auch nicht mal ein Dödel bin ich manchmal. Das muss man ja mal so sagen. Ja, was ist passiert? Das mache ich ja normalerweise beim EST, ETS, Eurosack-Trimulator, ne? Das kennt ihr ja, den Eurosack-Trimulator. Den Eurotrack-Simulator. Dass ich da eigentlich über so Geschehnisse erzähle. Aber da wir die jetzt diese Woche nicht gespielt haben, weil ich ja einfach keine Zeit hatte und weil Ostern war, machen wir es jetzt. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern gehabt. Hattet schöne dicke Eier irgendwo. Im Feld oder in der Hose oder was weiß ich, wo ihr so dicke Eier habt. Eigentlich möchte ich es gar nicht wissen. Muss ich sagen. Und ja, ich persönlich bin im Moment im Division-Fieber.
wenn ich dann mal Zeit habe. Diese Woche habe ich überhaupt nicht gespielt. Was ich schon echt scheiße finde, weil alles levelt mir weg. Alle haben schon bessere Items und ich muss arbeiten. Und ich finde das doof. Ja, warum zum Teufel kann ich kein Millionär sein und einfach nur nichts tun? Dann würde ich ein paar YouTube-Videos raushauen und dann wäre das so. Ne? Aber was soll's. Bin ich nicht, kann ich nicht, habe ich nicht, sage ich da. Aus diesem Grund machen wir so weiter wie immer und ihr müsst leider damit leben, dass ich ab und zu keine Videos mache, wenn das Geld ruft. Ansonsten kommt nicht so viel raus gerade. Dark Souls ist ja jetzt schon am Spielen. Dark Souls 3 werde ich definitiv auch irgendwann anfangen, aber jetzt mache ich erstmal Division weiter und habe ja auch noch ein Fallout. Fallout kommt ja auch noch demnächst was dazu. Also der erste DLC, den man ja mit dem Season Pass, den ich mir noch gekauft habe, dann auch nutzen kann. Ja, und ansonsten spielt man sich halt so durch die Gegend. Ich habe Final Fantasy weitergespielt, aber auch dazu sehr, sehr wenig Zeit. Montagabend muss ich mal wieder weit, weit wegfahren, sodass ich da vielleicht mal 5 Minuten spielen kann. Aber ich weiß es auch alles noch nicht. Das ist immer so, ich bin auch eine Heulsuse heute, ne? Das kann nicht wahr sein. So genug geheult. Wir machen jetzt die positiven Dinge. Positive Dinge ist, am Wochenende soll es warm werden. Endlich wieder sommerlich oder frühlinghaft. Das freut mich. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißwetter. Regen hier, Regen da. Schnee vielleicht noch. Kälte. Alles ekelhaft. Muss nicht sein. Finde ich kacke. Machen wir nie wieder, würde ich sagen. Na doch, können wir uns leider nicht aussuchen. Jetzt bin ich wieder vom Positiven ins Negative gerutscht, ne, was ich alles kacke finde. Naja, gut, also, ne, alle schön die Badehose an am Wochenende, ne, geht ins Schwimmbad, würde ich sagen. Nein, so kalt, so warm wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber macht doch zum Beispiel euren Balkon oder euren Garten schon mal fertig. Ne, ein bisschen sommerbereit machen. Ich werde es nicht machen. Ich werde rumsitzen, weil endlich kann ich mal wieder rumsitzen. Osterwochenenden sind auch mal anstrengend, ne? Da muss man immer zur Familie und so viel essen. Dann kommt man abends nach Hause und dann denkt man sich, das Wochenende ist schon rum und außerdem ist mir total übel, weil ich so viel gegessen habe. Eine richtig schlimme Angelegenheit, oder? Nein, natürlich nicht, weil das Essen schmeckt ja auch normalerweise sehr, sehr gut. Würde ich sagen, machen wir diesen Kreis hier noch zu Ende und fahren dann mal auf das andere Stück. Wobei ich da jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, mache ich das live? Wir gucken zwischendurch natürlich mal, was unser Meister sagt. Oh Gott, jetzt. Ich muss das mal anders machen hier. Hoffentlich wächst hier überall was. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das hier alles wächst. So, hier. Einmal so. Und jetzt darüber. Und dann den Rest. Würde ich sagen. Wobei hier. Das sind ja immer seltsame Klumpen, die der dann macht, ne? Also, das soll reichen. Wenn da so eine kleine Ecke mal nicht gemacht ist, dann macht das nichts. Da wächst bestimmt ein bisschen Ableger. So, und jetzt machen wir hier weiter. Aber vorher wollte ich ja noch unbedingt was gucken. Und zwar, wir drücken mal I, war das, ne? Oh, da wird es mal ruhig. Raps immer noch gleichbleibend. Immer noch im Wachstum. Ich verstehe das nicht. Wieso ist denn... Warte mal kurz. Wieso ist das denn... Erntereif, Kraut entfernen? Wood? Hä? Ups. Wieso ist denn 24 erntereif? Kraut entfernen? Ich verstehe es nicht. Naja. Ich sehe hier erstmal weiter. Ach, vielleicht ist da noch ein bisschen Kraut, weil er da sowas drauf hat oder was. Ach, ich habe keine Ahnung. Das wird ja wahrscheinlich gleich im Wachstum sein. Ich muss das ja auch noch... Ach, gegüllt ist es ja schon, stimmt. Das hat ja der gute Helfer schon gemacht. Da steht ja das Auto da hinten noch.
Wir gucken einfach mal, was passiert. Wenn ich was falsch gemacht habe, ne, einfach lauthals schreien in den Kommentaren und mir sagen, Gott, Thorgard, du Blödmann, hast wieder voll den Quatsch gemacht. Ich kann euch sagen, das ist immer sehr hilfreich, weil manchmal habe ich ja echt gar keine Ahnung. Gerade von diesem Spiel. Da muss ich ja sagen, finde ich den Professional Farmer deutlich angenehmer. Weil das Tutorial ist doch recht gut. Guck mal, da habe ich eine ganze Ecke vergessen. Na. Eine ganze Ecke, das macht nichts. Wir machen hier jetzt einfach weiter. Und fahren jetzt auch mal hier lang, weil wir es können. Und hier so schräg. Und hier dann so. Und hier so. Und dann hier so zurück. Ne? Und ich so. Und sie so dann. Ne? Boah, das, also, das Feld ist zu groß. Ich kaufe mir ein kleineres. Eins, das einfach nur drei Dinger hat. Ihr habt gesagt, ich soll übrigens Schafe züchten, also Wolle. Das soll gut Geld geben. Ja, muss ich mir natürlich ein Schaf kaufen. Und eigentlich wollte ich auch nochmal Eier verkaufen. Also nicht meine jetzt. Noch nicht die vom Osterhasen, ne? Sondern die von unseren schönen, schicken Hühnchen. Aber die legen ja auch kaum noch welche. Weiß auch nicht warum. Ich habe ja schon seit Tagen drei Eier im Dings. Die müssen schon vergammelt sein eigentlich. Kann ich schon als tausendjährige Eier hier verkaufen. Ach ja. So. Und die letzte Runde. Oder? Na, wahrscheinlich eher nicht. Da werden wir nochmal hin müssen. Dann noch dieses ganze Stück da. Ach du je. Du ahnst es nicht. Er kennt den Spruch noch. Du ahnst es nicht. So. Haben wir hier zumindest schon mal fertig. Ist das ganze Feld schon fast gesät. Wenn ich jetzt den Helfer einstelle, macht er eigentlich das ganze Feld nochmal? I don't know. Ich habe so ein komisches Geräusch auf den Ohren gerade. Naja. Was könnte das denn sein? Ist hier wieder irgendwas? Ich glaube, es ist die Waschmaschine mal wieder. Die muss ja auch immer laufen, wenn ich gerade aufnehme, ne? Also sozusagen laufnehme. Oh Gott. Habe ich die Kurve nicht gekriegt? Ich mache aber auch einen Karlauer nach dem nächsten heute, ne? Ja. Achso, was ich übrigens auch gerne jetzt im Moment mache, ist wieder Daredevil gucken. Zweite Staffel, gar nicht schlecht. Ich mag die Serie doch sehr gerne. Auch wenn sie zeitweise ein bisschen anstrengend ist, weil sich das doch sehr hinzieht. Aber deutlich besser als so manche andere Serie, die viel mehr Zuschauer hat. Ich muss mir bloß die letzte Staffel von House of Cards angucken. Also ganz ehrlich, was Schlechteres habe ich nicht gesehen. Also ich für meinen Teil mag die überhaupt nicht. Die ersten waren gut, aber dann wurde er Präsident und dann war eigentlich auch der Reiz weg, weil, pff, ja, das war eigentlich das Ziel der Serie, ne? Und dann, wenn du so eine Serie hast, die einfach dann nur noch, das ist so wie Prison Break, ja? Da konnte es eigentlich auch nur eine Staffel geben und die anderen waren einfach dann irgendwann beknackt. Dann kommt er da raus, dann haut er ab, dann ist er wieder irgendwo. Ach, das ist alles so, so seltsam. So, wir sind durch, würde ich sagen. Sehr, oh, der ist aber schnell, wenn man das hier macht. So, wir haben hier gepflanzt. Auf dem Feld 24. Ich gucke jetzt aber nochmal nach. 24, das ist doch nicht im, oder ist das, naja doch, das ist im Wachstum, das ist das hier. Alles klar, aber das ist immer noch nicht erntereif. Werde reif, du Kanülenarm. Sieht ja schon gut aus, ne? Es ist ja fast schon maisig hier. Wir gehen ja mal durch zu den Hühnern. Ui, durch den Mais. Ich höre die Hühner schon. Ich höre sie. Bock, 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 bock. Bock, 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 bock. Hä? Bock. Oh, ich such doch ein Ei. Hab ich Eier gelegt? Nein. Keine Eier gelegt. Och, Mensch. Wo ist eigentlich die Schnellreisefunktion? Ich brauche eine Schnellreisefunktion. Ich hätte sie gerne. Gibt es aber nicht. Hier liegt kein Ei. Ach, ist das doof. Wo ist eigentlich das Hühnersymbol gewesen? Ich muss nochmal gucken hier auf der Karte. Das ist doch aber hier, hä? Nee, wo kann ich das verkaufen? Im Gartencenter nicht? Ach, da, wo das Ei da drunter ist. Bei, ach, so weit weg. Da habe ich auch kein Auto gerade in der Nähe, oder? Na doch, den hier, die Sägen, aber da möchte ich gar nicht hin. Der ist ja noch weiter weg. Ach, guck mal, den nehme ich jetzt einfach mal. Wobei, ich sehe gerade, wir sind auch schon durch. Meine Güte, es ging aber schnell. Nun denn,
Wir sehen uns wahrscheinlich Samstag bei Ark wieder. Und vielen Dank fürs Zusehen, wenn euch die Folge gefallen hat. Daumen hoch, abonnieren, Twitter folgen und alles, sag ich mal so. Und auf jeden Fall Kuchen und Kommentare da lassen. Ich sage Tschüss.